Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rescue 2013. Ja, Leute, herzlich willkommen. Wir sind in Level aufgestiegen im letzten Part, haben ein bisschen eingekauft und jetzt wollen wir erstmal zum nächsten Einsatzhörchen, weil ich glaube, das ist das, was uns alle interessiert. Du bist nicht unverletzlich. Darkan und Ingo haben sie schon wieder in der Wolle. Ingo, bitte sei vorsichtiger auf den Einsätzen. Ich weiß, dass du dazu neigst, voreilige Schlüsse zu ziehen und schnelle Entscheidungen sind auch wichtig. Ach so, das war der Satz, den ich nie verstehe. Aber deine Sorglosigkeit könnte alle anderen gefährden. Sei verantwortungsbewusster. Okay. Ingo erhält unmotiviert. Was? Ich hatte eine Idee für ein effizienteres Kontrollsystem für unsere Leitstelle. Darf ich einige Modifikationen an unserer Anlage vornehmen? Ich muss danach einen Praxistest durchführen. Und Satz ist es ausrichten. Tommy kann zum Strategen aufsteigen. 50% höhere Chance plus 10 im Bereich Mechaniker zu bekommen. Ja, komm, mach mal. Leute, die gute Einfälle oder gute Ideen mit reinbringen ins Team, sind bei uns natürlich immer gern gesehen. Alarm! Na, da wollen wir doch mal gucken, was auf uns zukommt. Ein Wohnzimmerbrand. Na, da hat der Opa. Die Oma Emma wieder, ach, bei mir heißen immer alle Emma, die Oma Elfriede, die haben wieder im Wohnzimmer gekugelt. Da ist der Werner wieder mit der Kippe in der Couch eingepennt und da hat er gebrannt. So, uns wurde ein Wohnungsbrand gemeldet. Ein Einfamilienhaus könnte aufgrund eines Feuers im Wohnzimmer abbrennen. Brandursache ist vermutlich die Implosion eines alten Fernsehgerätes. Unglaublich. So, wir werden unser Tanklöschfahrzeug nicht benötigen. Da ist sicher ein Wassertankfahrzeug, das brauchen wir auch auf jeden Fall. Wir brauchen auf jeden Fall. Komm, wir nehmen mal einen Rettungswagen mit. Ich weiß nicht, ob es Verletzte gibt. Aber eigentlich stand nichts da. Es wird auch nicht verlangt. Deswegen wahrscheinlich wird es wahrscheinlich keine Verletzten geben. Aber ist egal. Ist ja nicht so wild. Die Jungs können ja ein bisschen mit unterstützen. So, alle sind da. Ja. Wo brennt die Hütte? Hier brennt die Hütte. Im zweiten brennt noch nichts. Im ersten geht es schon rund. Erst in, dann in, naja, ihr kennt es ja. So, hau mir gleich mal die Kupplung dran. Einmal ankuppeln bitte. Ach, wir haben einen Hydranten. Ja, okay, das geht natürlich auch. So, zack. Ja, wärst du jetzt so freundlich, das da rauszuholen oder muss ich ja erst ein bisschen betteln? Zack. Du bitte dasselbe. Einmal ankuppeln. Ich denke einfach mal, dass das reicht, wenn wir hier mit beiden Fahrzeugen reingehen. Also mit zwei kompletten Löschtrupps. So, einmal rein. Los geht's, Freunde der Sonne. Also, es brennt. Ihr könnt auch anfangen mit Löschen, so ist es nicht. Oh Mann, ey. So, welcher hat denn jetzt hier angekuppelt? Der? Der aber nicht. Okay, rein in die gute Stube. Bei der Oma. Ja, genau. Löschen wir hier die Schrankwand. Und ihr zwei, komm, macht euch hier rein. Das Feuer hier mal in den Griff kriegen, Mensch. Kann ja nicht wahr sein. Ups, einmal rum. Ja, ich weiß nicht, ob ihr seht, dass hier auch noch was brennt. Okay, Wasserstand im Tank ist niedrig. Aber hier haben wir noch genug drin. Ja, und das war es auch schon gewesen. Haben wir die Hütte gelöscht. Ja, super. War ja mal nicht so schwer. So. Okay. Lange Rede, kein Sinn. Weiter geht's. Wir brauchen Kohle. Das Finanzamt will plötzlich meine Steuerklasse ändern. Wenn ich keine... Was? Wenn ich keine Richtigstellung beantrage. Das nervt. Das nervt wirklich. Was war denn das jetzt? Ach so, ja. Monat ist wieder rum. Zwei Einsätze hat man insgesamt.
Bilanz zum Monatsende, okay. 5.120. Wir müssen ein bisschen aufpassen mit unseren Personalkosten. Das Niveau der Wartung in unserer Wache ist wirklich gut und unsere Ausrüstung funktioniert einwandfrei. Weiter so. Okay, super. Gerade wieder einer Moral dazu bekommen. Der letzte Vortrag über die Arbeit in der Leitstelle hat mich wirklich inspiriert. Ich würde gern mehr Arbeit mit der Einsatzplanung verbringen. So, wer heißt denn der? Kenji Urasawa. So, Moment, wo ist er denn? Kenji Urasawa. Kenji Urasawa. Du willst in die Leitstelle. Oh, das sind 4 von 4. Wer ist denn jetzt alles in der Leitstelle noch so? Leitstelle. Ah, der ist gerade unmotiviert. Komm, wisst ihr was? Dann geben wir den mal auf Bereitschaft. Da kann der ein bisschen sich ausruhen. So, und da kann der nämlich hier rein. Und dann wollten wir ja sowieso hier mal durchgucken. Was will der? Der ist motiviert. Ja, okay. Klingt ja gut. So. Ach, der ist auch unmotiviert hier. Das ist ein Fitnessraum. Ja, komm, dann brauchst du erstmal keine Fitness mehr machen. Machst du auch erstmal nur Bereitschaft. Ach so, das war ja der Ingo, ne? So, bei denen sieht es eigentlich allen ganz gut aus. Das motiviert. Der ist auch unmotiviert hier, der Robert. Weil man im Fitnessraum... Naja, komm, Mensch. Dann... Mach du auch erstmal Bereitschaft. Der ist auf Bereitschaft und ist unmotiviert. Achso, den haben wir ja gerade erst drauf. Ja. Ja, dann können die Jungs hier quasi bereitschaftstechnisch... Da kommen sie auch schon. Da, die 4. Können da ein bisschen hier rumhüpfen. So, Alarm. Feuer in Lagerhalle. Ein Großbrand in der Nähe der Autobahn wurde gemeldet. Einige Kisten und andere Gegenstände in einer Lagerhalle haben Feuer gefangen. Es sind keine Zivilisten vor Ort. Verletzungen können daher ausgeschlossen werden. Zum Ausrücken vorbereiten. Das ist immer schön, brauchen wir keinen Rettungswagen. Das erspart uns eine Menge Klicks. So, wir nehmen aber das mit. Wir nehmen unser Tanklöschfahrzeug mit. Geländelöschfahrzeug brauchen wir nicht. Und ach komm, unser normalen nehmen wir auch mit hier. Volle Einsatzbereitschaft. Alles, was geht. Ach du Scheiße, müssen wir jetzt hier außen rumfahren? Ach Quatsch, hör da auf mit. Da hätten wir jetzt unser Geländefahrzeug gebraucht. Das wäre gerade durchgedüst. Das ist ja blöd. Das ist ja wirklich blöd. Naja, egal. Ist jetzt nicht zu ändern, müssen wir außen rumfahren. Haben ja auch genug Zeit mit 5 Minuten 30. Mein Gott, das schaffen wir schon, das Feuer zu löschen. So, wer ist der Schnellste? Unser HLF natürlich. Ja, der hält wieder alle auf. Der WTF will auch vorbei. Ach, Mensch, Mensch, Kenners. Gib da mal ein bisschen Gummi hier. Der drängelt schon. Siehst nicht, da hat noch Blaulicht an. Ah, da hat sich noch einer versteckt sogar. Ja, den interessiert das auch überhaupt nicht. Okay, würde ich sagen, fangen wir an hier vorzubereiten. Alle Mann raus. Wir brauchen einmal diese Kupplung. Wir brauchen, einmal einen Schlauch. Diese Kupplung können wir mal hier dran machen. Noch einen Schlauch. So, du kannst hier rüber, kannst du schon mal so einen Baum löschen. Kupplung bitte hier installieren. So, ihr zwei. Alter, du sollst die Kupplung hier hinbauen. Bist du hart oder was? Mann. Bis wir fertig sind, hat er alles gelöscht. Oh Mann. Quatsch, jetzt habe ich es wieder abgelegt. Ach, ist ja auch egal. Angriff. Das Teil ist aber auch effektiv. Es ist ja unglaublich. So, das reicht. Warum wir hier gar nicht groß weiter rumeiern und rumkaspern? Ja, Brand gelöscht. Mein Gott, was soll der Aufriss? 3.500 her mit der Kohle.
Also wir sind schon so gut ausgestattet, dass, also mal ganz im Ernst jetzt, es ist, naja, ich weiß auch nicht. Hä? Brauchen wir doch nicht. Brauchen wir nicht, doch nicht hier. Kommt gleich nächster Spieler auf Alarmbereitschaftsgesetz, ja, weiß ich. So, Einsatz her, Feuerwehr. Die Arbeit ist so erfüllend, ich liebe meinen Job. Ich werde in Zukunft sogar noch härter arbeiten. Das ist toll. Kaper erhält motiviert. Moment mal, Kaper, Kaper. War der nicht unmotiviert? Okay. Wo ist er denn? Ist jetzt mit Vornamen oder Hintername Kaper? Tommy, Tarkan, Michel, Kurt, Kaspar. Wie ist der Kaspar? Ich glaube, der ist Kaspar. Ach, das ist eine Wartungshalle. Ja, da wäre ich auch super motiviert in der Wartungshalle. Da ist ja nicht viel zu tun meistens. So, Einsatz, auf geht's. Feuer im Biergarten. Oh nein! Sofort ausrücken. Rettet Bier, wer kann? Ein schweres Feuer wurde in einem Biergarten im Ort gemeldet. Das Feuer wurde anscheinend durch die Explosion der Gasflasche des Gasgrills verursacht. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zum Ausrücken vorbereiten. Also wieder niemand verletzt. Das heißt, wir nehmen unser Tanklöschfahrzeug mit. Unser Wassertank. Und kommen, weil wir nicht so sind, nehmen wir unser Löschfahrzeug mit. Drei Leute reichen. Ausrücken. Wiedersehen. Biergarten. Alter, da müssen wir schicken, was wir haben. Fackelt uns hier der Biergarten ab. Also, das ist ja wohl der Hohn. So, wir haben keinen Hydranten in der Nähe. Nein, wir haben keinen Hydranten in der Nähe. Oder? Ne, eine Telefonzelle, die können wir ja mal anzapfen, aber ich glaube, da kommen nur Strömlinge raus. Können wir das Feuer mit Kilobits und Kilobytes beschmeißen? Vielleicht geht es ja aus, man weiß es nicht. Aber ich glaube, wenn die Telefonzelle von der Telekom ist, ich glaube, dann brennt das Feuer eher noch mehr. So, naja, wollen wir nicht groß rumlabern. Der Biergarten muss gelöscht werden. Verteiler raus. Schlauch raus. Schlauch raus. Halt. Löschen. Ah, bitte, bitte, verschon mich. Ja, jetzt lösch doch mal den Biergarten, sag mal, bist du Horte? Ja. Aufstellung in Vorbereitung. Ja. Verstanden. Ja. Alter, fahr jetzt hier rüber und lösch den Biergarten, sonst flipp ich aus. Das kann doch nicht wahr sein. Kommt, Jungs. Feuerbekämpfungstrupp. Ja. Ja. Ankuppeln. Och Leute, bitte, verschont mich doch jetzt mal. Das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass ihr hier nicht löscht. Mensch. Ja. Aufstellung in Vorbereitung. Ja. 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 Gibt's das? Ja. Ja. Wasserstand im Tank niedrig. Ja. Das ist einfach unglaublich. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was die hier treiben, die Kerle. Ja, super, der Tank ist leer, ihr könnt euch verpissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ach, das ist doch scheiße. Der Biergarten brennt aber auch lichterloh. So, mein Timer klingelt hier die ganze Zeit, ich krieg's gar nicht mit. Ich bin hier so in Rage gerade.
Mensch, Ola. Ja. Jetzt aber, komm, lösch, 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 zieh, 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 zieh. Zieh. Oh. Scheiße, brennt Bier gut. Gibt's das? Alter Verwalter. Die haben sich aber auch wieder grenzenlos dämlich angestellt. Ja, ihr habt's gehört, wir haben 11.1 auf dem Konto schon mal. Das ist gut. Das heißt, wir können uns bald das Schaumfahrzeug leisten. Wir haben 11.1 auf dem Konto. Okay, wir schauen einfach mal. Das war's auf jeden Fall erstmal für diesen Part gewesen. Im nächsten Part sehen wir uns wieder. Danke, dass du mir zugeschaut hast. Und ja, lasst mir einen Daumen da, schaut mal auf dem Kanal vorbei, abonniert vielleicht. Bis dahin, ciao.